Hey Leute, heute spielen wir Pokémon in Psycho. Palworld, Leute. Und zwar habe ich das Ganze durch den Xbox Game Pass. Ich wollte das eigentlich Steam holen, habe ich gesehen. Ey, geil, Game Pass, mega. Dann habe ich es natürlich direkt runtergeladen. Ich hätte es natürlich auch mir so geholt. Und ja, sieht sehr krass nach Pokémon auf jeden Fall aus. Ich bin gespannt, Leute. Paar konnte das ja schon vorher spielen. Und es scheint. Weltname. Warte mal, machen wir direkt mal Ray Island. Islands. Mehrere Inseln. Okay. Mehr Spieler mache ich erstmal aus. Schwierigkeitsgrad normal. Was kann man denn hier einstellen? RP erhalten. Achso, könnten wir alles nach oben schieben. Ich würde sagen, wir lassen alles ganz normal in Einstellungen. Auf normal spielen wir. Die Ausrüstungsmaterialien werden bei Tod fallen gelassen. Ja, alles klar. Okay. Gut, wir starten direkt einfach mal. Und einige konnten es anscheinend schon spielen und es soll anscheinend sehr gut sein. Ich habe noch mal ganz kurz reingeschaut. Es soll anscheinend mega cool sein. Uiuiui, die hat ja richtige Muskeln sogar. Ich will aber gerne. Warte mal, Geschlecht, Körper hier. Aha. Okay, ja, das Gesicht passt, glaube ich, nicht so gut. Warte mal, können wir irgendwie Voreinstellungen erstmal, dass wir generell. Was gibt es denn hier so? Oh, wie so eine Anime-Girl. Alter, warum hat er so Augen? Warum hat er weiß... Kann ich ranzoomen? Nee. Warum hat er so weiße Augen? So optisch gesehen. Sieht halt auch sehr animehaft aus. Ich weiß nicht, den finde ich irgendwie cool. Ich werde den aber ein bisschen umändern noch. Hautfarbe. Nicht so blass. Alter. Was? Sieht wie ein Alien aus. Ja, machen wir mal einfach so ein. Wir können dann auch noch die Sättigung und so. Alter. Nee, ich würde sagen, wir sehen schon wie ein Mensch aus. Torsogröße. Ja, wir ich sehe schon die komischsten Sachen, was sich Leute erstellen. Ich würde sagen, wir machen was ganz Normales. Oh, ein bisschen Muckis. Eine. Wir versuchen mal relativ normal zu bleiben, Leute, ja. Ach so, das. Gesichtstyp. So nah würde ich gar nicht ranzoomen. Eigentlich das mit dem Bart gefällt mir sehr gut, Leute. Sieht irgendwie seltsam aus. Ich weiß nicht, das gefällt mir. Aber warum so weiße Augen? Ah. Erinnert mich halt sofort irgendwie so animehaft, ne? Irgendwie, warte mal, Augenfarbe. Können wir auch rot leuchtende Augen machen und so? Nee, ne? Warte mal. Oh nein. Oder soll ich so einen echt so einen alten Dude machen oder eher so einen jungen? Jetzt bin ich hart am überlegen. Oh, was ist das denn hier? Ich nehme mich irgendwie ein bisschen an Naruto. Irgendwie finde ich das ganz cool. Warte mal, könnten wir hier vielleicht irgendwie. Alter, ist das geil. Habe sogar eigentlich ganz nett. Oh, machen wir mal so. Warte, was ist das denn? Die Helligkeit? Ja. Wir sind anscheinend jetzt ein Dämon. Aber warte mal, was für Gesichtszüge? Nee, ich weiß nicht. Die sehen mir irgendwie ein bisschen zu. Oh, doch, der sieht ganz cool aus. Eigentlich hätte ich ganz gerne einen mit einem Bart. An sich ein bisschen crazy alt aus. Der sieht direkt so ultra alt aus. Also entweder machen wir uns jetzt so einen Typen wie Dr. Stone alt. Oder machen wir so einen Anime-Dude. Ich glaube ich mal. Ja, nee, das nicht. Alter, guck mal, wie er guckt. Oh yeah.
Er checkt die Ladies ab. Also, ich überlege den hier. Sind wir echt so ein... Ja, wir sehen halt speziell aus, ne? Wir sind der Auserwählte. So sehen wir ein bisschen aus, ob wir so ein Auserwählter sind. Aber warte mal, die Gesichter hier. Ich würde sagen, der gefällt mir irgendwie ganz gut. Ja, eigentlich wollte ich, hat der alte Typ mir eigentlich ganz gut gefallen, aber gut. Okay, das sind weibliche Stimmen. Warte mal, ab 4. Ja. Wir nehmen die hier. Die ist ganz cool. Gut, beginnen wir das Spiel. Jetzt habe ich viel hin und her gelabert. Ja. Aber gut, Charaktereinstellung ging relativ schnell. Oh, wie süß. Sieht aber irgendwie aus, ob ich ein Dämon wäre oder so. Ein iPad. Warum sind meine Schultern so nach hinten? Okay, sieht schon interessant aus. Checken wir einmal ab. Warte mal, wenn ich das Mausrad drehe, dann wackelt er mit den Armen. Auch nicht schlecht. Ich kann vielleicht so ein bisschen rauszoomen. Bauen. Werkbank. Arbeitsmenge. Okay, warte mal, direkt mal einen Screenshot machen. Also zoomen oder so können wir anscheinend nicht. Und hier haben wir zwei Wege direkt. Ach, ich liebe es. Oh, diese Sounds sind irgendwie... Das erinnert noch ein bisschen irgendwie an Zelda, oder? Findet ihr nicht? Irgendwie hat das auch irgendwie so ein Zelda-Feeling, finde ich. Zelda meets Pokémon featuring Psycho. Keine Ahnung. Wo sollen wir jetzt zuerst lang? Das ist jetzt hier die Frage. Survival Guide. Ah. Ich würde ganz gerne eigentlich auf... eigene Faust erkunden erstmal. Will mir jetzt nicht direkt irgendwie einen Guide oder so durchlesen. Was ist hier passiert? Und warum sind die Texturen hier so komisch? Von der Säule. Hier sieht's gut aus. Das sieht irgendwie komisch aus. Naja. Gut, was haben wir denn hier? Hä? Aufheben? Eine Notiz. Aha. Das war's. Könnte man auch runter? Warte mal. Ich schau erstmal hier. Jetzt weiß ich gar nicht, wo sollen wir zuerst lang? Oder soll ich erstmal doch oben schauen? Was ist da hinten im Nebel? Ein Riesenvieh oder ist das? Ich habe keine Ahnung. Wir schauen erstmal hier lang. Und da oben ist irgendwie so ein Ei da hinten. Seht ihr das? Grün und da unten ist. Das sind die ersten Pokémon. Da sind die ersten Pokémon am Start. Kann ich die einsammeln? Oder wahrscheinlich den Baum verprügeln, ne? Yeah, Mann. Ich hasse Bäume. Erstmal die Wut an Bäumen rauslassen. So, komm. Okay. Also, ich würde sagen, wir machen erstmal einfach eine Workbench. Eigentlich ist hier ein guter Platz, um eine Base zu bauen, aber ich will nicht direkt ins Anfangsgebiet hier rein, ne? Gedrückt halt, um zu bauen. Aha. Ach, geil. Alles klar. Willkommen im Psycho-Pokémon Zelda Survival. Okay, was brauchen wir denn? Steine, ja klar. Naturellement, kann ich ihn einsammeln direkt. Zwei sogar, perfekt. Dann verprügeln wir noch ein bisschen Baum. Dann machen wir jetzt erstmal unser Grundwerkzeug. Dann würde ich ganz gerne oben noch schauen, was es dort oben noch so gibt. Essensleiste. Sieht gut aus. Ich vermöbel den erstmal noch ein bisschen. Kann ich die Pflanzen nicht direkt einsammeln? So, nee. Gut, dann machen wir unser erstes Werkzeug. So. Oh, ich brauche mehr Steine. Ja, den Baseballschläger, den mache ich mir gleich. Liegen hier noch Steine rum? Gibt's auch nicht. Kein Stein? Oh, warte mal. Da hinten ist eine Kiste.
Ich würde aber trotzdem ganz gerne noch irgendwie Steine haben, weil ich würde schon ganz gerne das erste Werkzeug machen. Vielleicht haben wir hier Stein drin. Heile Goldmünzen und schwache Medizin. Ungenutzte Statuspunkte. Ach so, warte mal. Ich laufe erstmal ganz kurz nochmal zur Workbench und schaue uns ganz kurz in Ruhe das Skillmenü da an. Oder allgemein das, unser Inventar. Jetzt mache ich mir erstmal halt einen Baseballschläger. Also Inventar, Werte erhöhen. Aha. Also, mehr Gewicht tragen. Ja, ich bin immer so ein... Ich sammle halt immer sehr viel, ne? Arbeitstempo, nee. Ich würde sagen, wir gehen aber als allererstes vielleicht... Mal, also Ausdauer wäre gut. Ich würde sagen, erstmal in diesem Bereich. Wir gehen erstmal auf Ausdauer. So. Okay. Team. Aha, Technologien. Da sehen wir, was wir als nächstes lernen, aber freischalten tun wir es nicht, ne? Was? Achso, doch. D-Text. Okay, da fehlt noch der Text dazu, oder wie? Deutscher Text, wahrscheinlich. Ach, hier habe ich Technologiepunkt doch. Aha. Und dafür brauche ich zwei. Ah, okay, okay, okay. Die haben wir am Anfang gesehen. Okay. 20 in der Gilde. Warte mal, kann ich komplett in einen öffentlichen Server gehen? Das hätte ich doch jetzt schon ganz gerne gemacht. Aber komm, wir spielen erstmal so. Bauen. Ich könnte jetzt auch eine Reparatursbank machen, aber wir machen es jetzt erstmal den Knubbel. Ja. Und dann gehen wir nochmal oben rum. Ich wollte nochmal gucken, oben, da war ja auch irgendwas Leuchtendes, keine Ahnung. Ja, kriege ich das einmal. Achso, wir können hier auch noch. Ach, Lagerfeuer, Holztruhe. Was ist das hier? Perlbox. Aha. Okay. Also wir könnten hier auch runterspringen. Und uns vielleicht auch wieder hochbauen. Ich würde sagen, aber erstmal, ich will oben schauen. Ich wollte ganz gerne erstmal schauen, was es oben noch so gibt. Vielleicht hätte ich die Werkbank mitnehmen sollen. Aber ich denke, wir werden mit der Zeit genug Material kriegen. Können wir hier vielleicht Stein abbauen? Warte mal, und wie packe ich die Waffe weg? Ja. Kriege ich so auch Steine? Ach so, Mausrad. Aha, ja. Ja. Warte mal, ich habe jetzt gar nicht geguckt. Ja, doch, mit dem Knüppel geht's auch. Kriegen wir da mehr? Ich sammle mal kurz einen Haufen Stein. Damit wir uns gleich direkt unser erstes Werkzeug machen können. Gleiter, Schild, Kopf, aha. Aha, okay, hier macht man das Werkzeug rein. Ich verstehe, ich verstehe. So, komm, einmal Ausdauer nochmal komplett aufbrauchen, würde ich sagen. Und dann geht's nach oben. Das erinnert doch irgendwie an Zelda, ne? Auch was er um die Hüfte trägt, dieses Tuch da und so. Also von diesen Symbolen. Es erinnert echt stark. Ist das Stein oder ist es irgendwie Eisen? Warte mal, das muss ich jetzt einmal kurz testen. Ich glaube, okay, Stein. Wir schauen erstmal oben. Ach, ja, jetzt sehe ich auch oben. Wir haben auf dem Kompass was. Alles klar. Alright. Ich hoffe nur nicht, dass es jetzt bald schnell dunkel wird, weil... Dafür würde ich mir noch ganz gerne eine Fackel machen. Wahrscheinlich werden wir gleich von oben nach unten geschickt, ne? Ja, ich hätte erstmal auf den Kompass oben schauen sollen. Das ist mir vorher nicht aufgefallen, Leute. Oh, sieht aber wunderschön. Alter, was für ein Baum. Ist das nicht der Deko-Baum? Ach, guck mal, das hier. Da warte, das ist ja einer. Sowas, oh, warte mal. Ach, guck mal, hätten wir direkt, aha, direkt sammeln können. Schnellreise freischalten. Hey, die Sounds sind original Zelda, Leute. Auch diese Statue erinnert auch so an Zelda, ne?
Von Majora's Mask, diese Eulenstatuen. Alter, eine Knarre. Ne, ich bin nicht von hier. Ach so, ich rieche anders, okay. Okay, können wir die auch schlagen? Ich glaube, das wäre aber keine gute Idee, ne? Powerbox. Jetzt schon. Ich sammle erstmal ein bisschen Kram und jetzt ist die Frage, sind die direkt feindlich oder... Oh. Komm, wir verprügeln direkt erstmal ein Schaf. Oh, oh, okay. Jetzt hassen die mich alle. Tut mir leid. Kann ich jetzt noch was mit dem machen? Oder sind die nur aus... Ich glaube, die sind nur ausgenockt, ne? Was haben wir hier? Steine noch. So, ich würde sagen, wir bauen uns jetzt auf jeden Fall noch mal eine Werkbank. Also nochmal zurücklaufen werde ich jetzt auf jeden Fall nicht. Wir sammeln mal ein bisschen Kram ein. Und dann craften wir erstmal ein bisschen. Was sind das hier für ein glitzernder Stein? Aha. Kalium-Bruchstück. Wird das andere Huhn auch aggressiv? Ja. Autsch. Ich will doch nur Eier und Fleisch. Aber die gehen anscheinend nicht drauf. Wir knocken die nur aus. Interessant. Okay. Aber bleiben die jetzt so? Das andere Schaf ist weg, ne? Ah ne, da. Gut, wir müssen nochmal eine Werkbank machen, was soll's. Bam. Mach das mal hier oben. Die hier. Obwohl, ne, mit den Blumen jetzt nicht. Hier, einfach so. Aber doch mal jetzt bis da hinten hinlaufen. Nein, danke. Also auf jeden Fall Axt und Picke brauche ich und dann werden wir wahrscheinlich erstmal Material sammeln, dann so eine Perlbox muss ich machen. Ja, super, fertig. Dann eine Fackel brauche ich eigentlich auch. Wir fangen aber erstmal hiermit an. Erstmal Werkzeug. Ganz wichtige Nummer. Und eine Axt, warte mal. Ach so, ja klar. Ich habe ja gerade die Pickel gemacht. Ich hätte mir ja fast noch eine Pickel gemacht. Das wäre wieder so eine typische Ray-Aktion. Dann was ist denn das hier? Hilfsmittel mit dem Pulse fangen lassen. Aha. Nur bei schwachen Pulse. Ja, wie so ein Pokéball halt, ne? Ich mache mir aber erstmal noch die Fackel. Und danach mache ich mir mal den ersten Pokéball. So, komm schon. Du hast es gleich geschafft, mein Freund. Wunderbar. Und dann machen wir den ersten Mal. Ja. Warum nicht? Dann bewahre ich mir den anderen Stein erstmal auf. So. Nicht genug Material. Aha. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ich brauche Holz. Ja, dann gehen wir mal eine Runde hacken. Warte mal, die liegen jetzt? Habe ich denn diesen Ball? Benutze ich den denn? Kann ich den hier austauschen oder? Oder muss ich einfach nur an die rangehen? Ich brauche wahrscheinlich erstmal die Box, ne? Survival Guide, okay. Greife Perl an, um ihn zu schwächen. Wirf dann. Ach, auf Q, okay. Ja, das lief ja direkt mal perfekt. Ach, jetzt habe ich die Axt doch raus. Okay. So. Wir brauchen Holz. Ah, ja, schon deutlich besser. Schon deutlich besser, Leute. Ja, gut, den ersten Pokéball habe ich direkt erstmal vergeudet.
Ah, schon besser. Warte mal, wir haben auch einen Skillpunkt. Ich würde sagen, ich gehe gerne nochmal erstmal in Ausdauer. Doppelleben und so passt erstmal. Dann können wir ein bisschen mehr hacken und so, ne? Oh, und wir sind schon fast voll vom Gewicht her. Dann würde ich sagen, gehen wir noch einmal hier auf Stein. Und dann mache ich gleich meine erste Truhe. Wo ist überhaupt das Gebiet? Habe ich eine Karte? Ach, okay, wir sind... Aha, Insel. Noch eine, da hinten noch. Hier, hier, hier. Was ist hier alles dunkel? Ist das alles dann Wasser oder sind da auch noch versteckte Inseln? Die Frage aller Fragen. Ach, guck mal, ah, hier kriege ich auch Perlium-Bruchstücke. Aha, okay. Ja, dann kann ich mir gleich nochmal so ein paar Bälle machen, dann ist es ja halb so wild. Und Erz habe ich bekommen. Und ich kann jetzt nicht laufen, weil ich überfüllt bin, ja super. Kann ich das auch komplett wegpacken oder muss ich immer mit einer Keule oder so rumlaufen? Ich glaube ja. Ja, ich schleppe zu viel mit mir rum, alles klar. Ich werde auf jeden Fall auch Gewicht skillen müssen, ich merke schon. Ja, jetzt kann ich nicht springen, oder wie? Okay, hier komme ich gerade noch so hoch. Oh. Dann einmal bitte craften. Ich würde sagen, wir machen uns auch direkt hier erstmal die hier. So, es braucht mehr Platz, oder? Was ist so nah an einem anderen Bauwerk? Hä? Da mache ich erstmal was anderes, warte mal. So. Dran da. Ach, okay, 30 Sekunden. Okay, das dauert dann schon ein bisschen mehr Zeit. Kann es doch sein, dass dann Sachen irgendwann eine Minute brauchen? Ja, dann lohnt es sich natürlich, bauen zu skillen auch, ne? Weil das sieht dann Zeit, klar. Aber gut, ich mache jetzt auf jeden Fall noch eine Kiste. Und dann schauen wir mal. Ja, das machst du super. Hatten wir hier noch irgendwo... Nein, das wollte ich nicht machen. Hier, ich mache nochmal irgendwie... Warte, wir können direkt maximal... Machen wir direkt mal ein paar Bälle. Weil den einen habe ich ja irgendwie direkt vergeudet. Das lief nicht so gut. Das lief überhaupt nicht gut, Leute. So. Ach, erhalten noch, ja. Und dann... Eine Holztruhe, ein Lagerfeuer. So, hier ist es ein bisschen ebener. Alter, wie er aussieht. Es wird langsam dunkel, ne? Vielleicht bräuchten wir irgendwie ein Bett oder so gleich. So, Pfeile können erstmal rein. Erz, Eier, Beerensamen, die kann ich gleich naschen eigentlich. So. Wie esse ich die denn? Hallo? Muss ich die irgendwo reinziehen? Nahrung? Butterbeutel. Hier steht nichts von konsumieren irgendwie, ne? Hä? Oder habe ich noch irgendwie, warte mal. Sphäre werfen ist auf Q. Wie esse ich denn? Warte mal, ich mache erst nochmal ein Lagerfeuer. So, das setzen wir einfach neben die Kiste. Ich hoffe, die kann ich abfackeln. So, und... Wunderbar. Ach, gegrillt. Ah, okay, wir müssen nicht grillen. Das ist so Fleisch. Mit Eiern. Okay. Aber gut. Oh, was? Wir müssen jetzt... Okay, das zieht Zeit. Also ich muss auf jeden Fall auch, ja. Arbeiten skillen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, komm. Warte mal, ich will einen Screenie haben, wie er hier...
Fleisch hochwirft, sehr gut. Alter, kannst du mal irgendwie... Ah, gut. Aber jetzt kann ich es essen, oder? Wem geben? Mir. Ach so. Aha. Ach so, ich kann die auch so roh essen. Okay. Player 210. Kann ich mich auch umbenennen? Komischer Name. Naja. Warte mal, wiegt das Geld überhaupt was? Wollen wir ganz kurz schauen. Hat es hier Gewicht im Besitz? Ach so, nein. Gut, das können wir immer im Inventar behalten. Dann Technologien. Wir können auch mal ein bisschen was lernen. Ich würde sagen, für die erste Bude. Ich habe 8 Punkte. Dann nehmen wir uns auf jeden Fall Bauwerk. Holzbauset. Dann das Bett hätte ich ganz gerne. Strohbett. Ah, okay. Für die Pals. Reparaturset, Stoff. Warte mal, kann ich sogar alles lernen? Nee. So, machen wir erstmal so. Ein Punkt hätte ich noch. Alright. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jo. Und da hinten sind ganz viele Orte, die leuchten. Ja, wo bauen wir unsere erste Base? Direkt am Anfang ist, glaube ich, ein bisschen blöd, aber hier ist halt so ein... Ah, nein. Warte mal. Können wir die killen? Verbrechen? Ich ist irgendwie Ärger? Okay, es gibt auf jeden Fall keinen neuen Kram und... Jo. Ich würde sagen, das ist doch... Oh. Das perfekte Ende für diese Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem auch kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.